Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit Ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Gesundheitsmetropole Hamburg, Ihrem Gesundheitsmagazin hier bei Hamburg 1. Wir kümmern uns heute um ein sehr kleines Organ, das aber wiederum eine umso größere Aufgabe hat. Die Schilddrüse nämlich. Die produziert Hormone, die für nahezu alle Stoffwechselvorgänge in unserem Körper verantwortlich sind. Und dementsprechend, das kann man sich vorstellen, dementsprechend groß können die Beschwerden sein, die wir bekommen, wenn unsere Schilddrüse einmal nicht mehr so richtig funktionieren will. Wir klären Sie heute auf über die verschiedenen Funktionsstörungen der Schilddrüse. Es gibt zum Beispiel eine Überfunktion, eine Unterfunktion, es gibt strukturelle Veränderungen des Organs. Wir informieren Sie heute umfassend und sagen Ihnen natürlich auch, wie die richtige Therapie aussieht. Seit 5 Tagen steht fest, Maria Ali Hassan leidet an der sogenannten Basedowschen Krankheit, einer Autoimmunerkrankung. Der Körper bildet Antikörper gegen das eigene Schilddrüsengewebe. Das Organ produziert zu viele Hormone und ein Überangebot entsteht. Die Folge? Eine Vielzahl von Symptomen. Ich hatte so ein starkes Zittern in den Händen, zeitweise, also nicht ständig, aber zeitweise. Und ich war furchtbar müde, also ganz extrem müde. Also das kleinste Bewegung war ich schon völlig aus der Puste. Also ich musste immer stehen bleiben, Luft holen. Also das war für mich neu. Die Schilddrüse ist ein endogenes Organ. Sie bildet Hormone, die auf dem Blutweg an den Körper abgegeben werden. Diese Hormone regulieren den Stoffwechsel fast aller Gewebe im Körper. Arbeitet die Schilddrüse nicht mehr richtig, kann das verheerende Folgen haben. Krankhafte Veränderungen sind in zweierlei Hinsicht möglich. Erstens kann die Schilddrüse ihre Größe verändern, das heißt, sie kann größer werden, sie kann Knoten entwickeln und sie kann ihre Funktion ändern. Das heißt, sie kann entweder normal funktionieren, erhöht funktionieren oder vermindert funktionieren. Funktionieren heißt erhöht Hormon abgeben, vermindert Hormon abgeben. Das ist dann die Überfunktion bzw. die Unterfunktion. Bis zu 27% der Bevölkerung haben eine Vergrößerung der Schilddrüse. 24% haben unterschiedlich große Knoten in dem Organ. Bei einer strukturellen Veränderung werden die Symptome oft sichtbar. Ein dicker Hals beispielsweise oder Schluckbeschwerden und ein Druckgefühl beim Liegen deuten darauf hin. Vielfältige Symptome gibt es bei der funktionellen Veränderung. Bei einer Überfunktion gehören innere Unruhe, zitternde Hände, beschleunigter Stuhlgang, Herzklopfen, Schlafstörungen und Schweißausbrüche zu den Anzeichen. Bei der Unterfunktion ist es das genaue Gegenteil. Da kommt es zu einer Verlangsamung, zur Kälteempfindlichkeit, zur Gewichtszunahme, zur Müdigkeit, zum Schlafbedürfnis, zum Vermehrten. Auch Ödembildung, also Anschwellung des Gesichts ein bisschen, das ist dann das Zeichen der Unterfunktion. Aber auch das sehr uncharakteristisch, sodass es für den Laien sehr schwer ist, daraus nun eine klare Diagnose zu stellen. Um diese zu stellen, gibt es 3 Möglichkeiten. Erstens die Blutabnahme. Wie viele Hormone zirkulieren im Körper? Anhand der Laborwerte kann das herausgefunden und die Funktion der Schilddrüse überprüft werden. Zweitens der Ultraschall. Hier können strukturelle Veränderungen, etwa eine Vergrößerung der Schilddrüse, gesehen werden. Und drittens die Szintigraphie. Hier kommt eine radioaktive Substanz zum Einsatz. Jod ist der Baustein von Schilddrüsenhormonen. Wird der Drüse nun radioaktives Jod angeboten, können das die Zellen nicht unterscheiden und nehmen die Substanz auf. Somit kann das radioaktive Element für die Schilddrüsendiagnostik, aber auch zur Behandlung verwendet werden. Dieses Verfahren wird Radio-Iod-Therapie genannt. Das heißt also, wir schalten bestimmte Zellen einfach aus, die sterben ab und werden vom Körper abgebaut, haben keine Funktion mehr. Das macht man mit Zellen, die zu viel arbeiten,
zu viel Hormon produzieren. Die kann man auf diese Weise beseitigen, ohne dass man die Schilddrüse operativ angehen muss. Diese Methode kann enorme Erfolge verzeichnen. Überfunktionierende Knoten können behandelt, vergrößerte Schilddrüsen verkleinert und sogar Schilddrüsenkrebs therapiert werden. Also es ist auch eindeutig zu messen und abzuschätzen, dass die für den restlichen Körper in Frage kommende, in Anführungszeichen gefährliche Strahlung so gering ist, dass sie eben keine Gefahr darstellt. Neben der Radioiodtherapie gibt es zwei weitere Verfahren, die medikamentöse Behandlung und der operative Eingriff. Maria Ali Hassan hatte lange ein beunruhigendes Gefühl. Nun, 5 Tage nach der Diagnose, weiß sie, was in ihrem Körper los ist. Die Rahlstädterin wird jetzt erst einmal medikamentös eingestellt. Je nachdem, wie die Tabletten wirken, wird sich dann auch zeigen, wie weiter vorgegangen wird. Nachdem mit den heutigen modernen Untersuchungsmethoden die Funktionsstörung der Schilddrüse genau ermittelt wurde, geht es natürlich an die Therapie. Und in den meisten Fällen hilft zum Glück eine konservative Behandlung mit Medikamenten. Manchmal ist es aber so, wie bei allen anderen Erkrankungen auch, dass Medikamente alleine nicht ausreichen und in dem Fall muss operiert werden. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn zum Beispiel ein Knoten an der Schilddrüse festgestellt wurde. Was es alles für Eingriffe bei der Schilddrüse gibt und wie die Prognose nach der Operation aussieht, das sehen Sie jetzt bei uns. Claudia Bott-Geiger lebt seit 2 Jahren mit nur einer halben Schilddrüse. Entfernt wurde der Sekretärin aus Billstedt ihr rechter Lappen, weil sich dort ein suspekter Knoten gebildet hatte. Wie haben Sie überhaupt bemerkt, dass er da ist? Hat er Sie irgendwie gestört in einer Art und Weise? Ja, ich hatte Schluckbeschwerden und habe gemerkt, wenn ich den Kopf nach hinten zurückgelehnt habe, dass da so eine kleine Vorwölbung war auf der rechten Halsseite und daraufhin bin ich dann zur Untersuchung gegangen. Mithilfe des Ultraschalls wurde der Knoten diagnostiziert. Es war nicht ganz klar, ob eventuell dieser Knoten Anhalt für Malignität hat und deswegen habe ich mich dann zusammen mit dem behandelnden Doktor für die Operation entschieden, um zu sehen, ob krebsverdächtige Zellen da sind oder nicht. Anhalt für Malignität heißt eben, wie Sie sagten, dass es eventuell was Bösartiges hätte sein können. Ganz genau. Mhm. Und dann entscheidet man sich im Zweifel dafür, lieber einen Teil oder den befallenen Teil zu entfernen, damit man wirklich sicher ist, oder? Richtig, man kann intraoperativ, also während der Operation direkt einen sogenannten Schnellschnitt machen. Und in dem Fall wird das Präparat sofort untersucht und man weiß während der Operation direkt, ob Krebsverdacht besteht oder nicht. Was ist dabei rausgekommen? Dass Gott sei Dank alles in Ordnung war. In einem gut 45-minütigen Eingriff wurde ihr dann der rechte Lappen entfernt. Schilddrüsenoperationen sind Routineeingriffe. Circa 100.000 Menschen werden jährlich an diesem Organ operiert. Welche Operationsmethoden gibt es denn da? Ja, zunächst einmal ist das Ziel der Operation natürlich die Verkleinerung des Schilddrüsenhormon produzierenden Gewebes oder die vollständige Entfernung des Schilddrüsengewebes. Und dazu wird überwiegend immer noch der klassische Zugang verwendet. Das bedeutet einfach ein kleiner Hautschnitt am Hals von ungefähr 3 bis 4 Zentimeter Länge, durch den dann diese Operation durchgeführt wird. Dieser Schnitt wird immer in eine Hautfalte so gelegt, dass man ihn überwiegend nach der Operation nach 3-4 Monaten gar nicht mehr erkennen kann. Werden in der Drüse zu viele Hormone produziert und reichen die Schilddrüsen blockierenden Medikamente nicht mehr aus, wird meist operiert. Auch wenn nicht genau gesagt werden kann, ob der Knoten gut oder bösartig ist, folgt meist ein Eingriff. Dies ist auch so, wenn der Knoten zu groß wird und den Betroffenen mechanisch behindert. Entscheiden Sie denn, wenn eine Operation notwendig ist, alleine über den genauen Ablauf oder kommen da auch Kollegen aus anderen Disziplinen vielleicht dazu und Sie entscheiden interdisziplinär gemeinsam? Ja, diese Zeiten sind Gottlob vorbei, wo der Chirurg als Alleinherrscher über diese Dinge entschieden hat. Heute ist es natürlich ein Team verschiedener Disziplinen, ein Teamwork verschiedener Disziplinen, die Entscheidung über die Behandlung fällen. Dazu zählt ein Endokrinologe, also ein Facharzt für die Hormone, für Hormongleichgewichte und so weiter. Und ein Nuklearmediziner, der die ganze
strukturelle Diagnostik der Schilddrüse macht, auch Behandlungsoptionen hat und die Chirurgen. Diese drei entscheiden im Grunde genommen über das optimale Behandlungskonzept für jeden Patienten individuell. Auch mit nur einer halben Schilddrüse hat Claudia Bott-Geiger heute, 2 Jahre nach der Operation, keinerlei Einschränkungen. Tabletten nehmen muss sie keine, lediglich eine kleine, unscheinbare Narbe erinnert noch an den Eingriff. Wenn man mal so ein kleines Zwischenfazit unserer Sendung bisher ziehen möchte, dann kann man das, glaube ich, so machen. Man kann sagen, es sind zwar extrem viele Deutsche von einer Veränderung der Schilddrüse betroffen, nämlich sogar gut rund die Hälfte aller Bundesbürger, aber die Therapieoptionen, die sind mittlerweile glücklicherweise so weit fortgeschritten, dass selbst nach schwersten Schilddrüsenerkrankungen anschließend, nach Abschluss der Behandlung, ein komplett normales Leben wieder möglich ist. Das ist doch eine gute Sache, das gibt Hoffnung und diese positiven medizinischen Nachrichten, die führen uns jetzt direkt zu einer anderen Art Nachrichten, nämlich zu unseren Kurznachrichten. Das neue Bettenhaus des Herzgefäß- und Diabeteszentrums an der Asklepios-Klinik St. Georg ist in Betrieb genommen worden. Ziel ist es, die verschiedenen Abteilungen zusammen unter ein Dach zu bringen. Der Arzt kommt zum Patient und der Patient muss nicht mehr zum Arzt. Das ist, glaube ich, der einmalige Vorteil, den dieses neue Konzept bietet. Insgesamt stehen in dem neuen Haus 137 stationäre Betten zur Verfügung. Das Internetportal qualitätskliniken.de arbeitet seit dem 15. Oktober mit neuen Datensätzen. Die Website ist seit Juni 2010 im Netz und hat aktuell 160 Mitgliedskliniken. Dort können die Nutzer unter 400 Indikatoren ihre Suchanfrage eingrenzen. Wir haben jetzt die ganzen Daten der externen Qualitätssicherung. Das sind rund 330 Stück aktualisiert und die sind aus dem letzten Jahr, also bis Dezember 2009, erhoben worden. Über das Portal können sich Patienten umfangreich über Krankenhäuser und deren klinische Leistungen informieren und diese vergleichen. Am 21. Oktober findet in der Asklepios-Klinik Wandsbek eine hanseatische Nachtvorlesung für Laien statt. Dr. Ann-Kathrin Meyer, Chefärztin der Geriatrie, wird über Müdigkeit, Schwäche und Diabetes Vorträge halten. Am 28. Oktober wird Professor Bernhard Leisner in der Asklepios-Klinik St. Georg über Schilddrüsenüber- und Unterfunktion referieren. Fragen zum Thema können im Anschluss gestellt werden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 040 1818 82 66 33 möglich. Das war die Gesundheitsmetropole Hamburg für heute. Ich danke Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Wenn Sie aber doch noch die ein oder andere offene Frage zum Thema Schilddrüsenerkrankung haben sollten, dann ist das überhaupt kein Problem. Sie können sich zum Beispiel sehr gerne jetzt an die dunkelgrün eingeblendeten Asklepios-Kliniken wenden oder vielleicht noch einen Tick bequemer einfach unser Infotelefon anrufen. Die Nummer, die dürfte jetzt ebenfalls angezeigt sein. In der kommenden Sendung werden wir uns übrigens noch einmal mit Schilddrüsenüber- und Unterfunktion beschäftigen, dann begrüße ich 2 Experten, auch 2 Chefärzte aus Asklepios-Kliniken bei mir im Hamburg 1 Studio an der Roten Baumchaussee und ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute und tschüss!